Herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Klein und das ist meine Botschaft. Mit Ihrer finanziellen Unterstützung kann diese Dokumentation Wirklichkeit werden. Und gemeinsam können wir ein starkes Band gestalten und den Menschen eine Stimme verleihen, die jetzt schon aktiv an dieser Utopie arbeiten. Okay, zugegeben, das Ganze klingt jetzt schon ein bisschen wie... Aber ganz ernsthaft, ich brauche tatsächlich Geld. Geld! Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, reise ich für ein Jahr um die Welt. Ich besuche in 20 Nationen Menschen mit Behinderung und versuche die Frage zu klären, inwieweit das gesellschaftliche Umfeld einen Menschen erst behindert macht. Dachte, dass ich am Ende der Reise meine Aufnahmen mit Magic so irgendwie zusammenkloppe. Jetzt sind die Aufnahmen allerdings politisch so brisant, dass ich mich dazu entschlossen habe, den Filmschnitt an jemanden abzugeben, der das professionell kann. Gefunden habe ich dafür Oliver Stritzke aus Berlin, der dieses Projekt jetzt schon seit Kambodscha begleitet. Also jetzt mit E-Mail, Skype und Telefon. Oliver Stritzke hat mittlerweile sau viel Arbeit in dieses Projekt hineingesteckt und das Ganze bisweilen ehrenamtlich. Oliver, an dieser Stelle ein großes Dank dafür. Ja, aber jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, wozu braucht ihr denn 10.000 Euro? Elefantenreiten in Thailand, Fallschirmspringen in Neuseeland, Safari? Nein, natürlich nicht. 10.000 Euro, das ist für monatelange Arbeit an Bild, an Ton, an professionell gesetzten Filmschnitt, an Farbkorrektur und Spezialeffekten und natürlich mit Musik. Je nachdem, wie viel ihr spendet, bekommt ihr natürlich auch eine Gegenleistung. Für nur 8 Euro bekommt ihr von mir nicht nur einen lustig-polemischen Sticker nach Hause geschickt, sondern ich setze euch auch in die Credits am Ende des Films. Das könnte dann auch in etwa so aussehen. Danke, Klaus. Wenn ihr euch allerdings dazu entscheidet, 2.000 Euro zu spenden, dann lade ich euch am 27. September zur Premiere des Dokumentationsfilmes auf die Reha-Messe nach Hannover ein. Zusätzlich könnt ihr dann den ganzen Tag auch mit mir verbringen und wir schauen uns die Sehenswürdigkeiten von Hannover an. Sehenswürdigkeiten in Hannover. Alle späteren Einnahmen des Dokumentationsfilmes gehen an das Centro Maya Integral in San Juan de Laguna in Guatemala und an das Henny Marshall Projekt in Indien. Wie ihr seht, das ganze Projekt ist voll selbstlos. Wir haben 1000 neue Kamerapunkte. Ja. Wenn ihr euch dazu entschließt, das Projekt nicht zu unterstützen, dann werde ich das Ganze alleine machen und dann sieht das Ergebnis so aus. Die Art und Weise, wie wir heute leben und handeln, gestaltet die Gesellschaft von morgen. Und dadurch kann dies auch zu ihrer Geschichte werden. Für weitere Informationen rund um das Projekt habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt hier links und rechts auf die Hyperlinks draufklicken. Auf der rechten Seite gelangt ihr zu meiner Website und könnt euch die ganzen heißen Stories nochmals durchlesen. Oh mein Gott, er hat wirklich lesen gesagt! Auf der linken Seite dagegen gelangt ihr zurück zum Trailer. Für beide Dinge gilt Folgendes. Stay true, euer Dennis.